Ich schwöre dir, Malia, wenn du schwanger bist, ne? Wegen Erinnerung. Wenn du schwanger bist, ich klatsch dich an die Wand. Mädel, ich klatsche dich wirklich an die Wand. Dann stelle ich die Selbstbestimmung aus. Dann reicht's mir. So, wir starten mit diesem wundervollen Bild. Es ist der nächste Tag. Joey konnte sich gerade wieder bewerben für seine Uni. Und ich nehme gleich im Anschluss auf, nicht, dass ihr euch wundert. Und ich muss mal auf die Toilette. Aus irgendeinem Grund hat Malia das Gefühl, dass sie pinkeln muss. Kontinuierlich pinkeln muss. Malia genießt nicht gerade die Gedanken, dass ihr kleines heran, den Gedanken, dass ihr kleines heranwächst, werde niemals erwachsen. Ja, sie hat totale Schmerzen und Probleme mit ihrem Blase. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie sich irgendwas eingefangen hat, als sie diese fatalen Mist begangen hat mit Opa Max. Aber wir warten mal ab. Oh, kannst du das reparieren? Wir haben kein Geld. Doch, wir haben Geld, aber. Ja, und ich hoffe, dass bald die Post kommt. Wir müssen einfach langsamer schauen, Leute, dass wir hier mal ein bisschen Platz ins Haus kriegen. Weil es ist einfach. Post bekommen. Es ist einfach zu viel los im Haus. Und ich kann den ganzen Leuten nicht gerecht werden. Und so sehr ich Joey und alle liebe, aber. Wir müssen ein bisschen Platz kriegen. Das geht so nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was besorgt an Verhütungsmittel, Kondom etc. Heißt das ja? Glückwunsch, Joey hat das helfende Handstipendium gekriegt. Das ist natürlich toll, aber wir wollen den Bescheid, dass er zur Uni gehen kann. Wir können doch hier das prüfen, ne? Universität. Bewerbungsstatus. Ich freue mich ja so, dass die Kiddies sich so verstehen, ne? Ich freue mich darüber so sehr. Ach, Joey, ich wünsche es mir so sehr, dass du zur Uni gehst. Es wird Zeit, mein Schatz, dass du. Ach, schau später nochmal nach. Naja. Warten wir mal ab, ne? Warten wir mal ab. Es muss vorangehen, Freunde. So sehr es mir weh tut, aber es muss vorangehen. Ich meine, es ist ja schon mal schön, dass er da das Go gekriegt hat. Was ist bei dir? Ich schwöre dir, Malia, wenn du schwanger bist, ne? Wegen Erinnerung. Wenn du schwanger bist, ich klatsch dich an die Wand. Mädel, ich klatsche dich wirklich an die Wand. Dann stelle ich die Selbstbestimmung aus. Dann reicht's mir. So, dann nimm mal eine dampfende Dusche, weil du schon wieder Hygiene null hast. Wahrscheinlich hast du dich schon wieder eingepieselt. Du Nase. Ja, das riecht man bis hier, ne? Ich weiß. Das ist schlimm. Ganz schlimm. In der Stadt findet ein Flohmarkt statt. Eigentlich könnten wir ja auch einfach mal heute einen Stadtausflug machen, oder? Das wäre doch eine schöne Idee, finde ich. Aber mit allen, das ist immer. Das ist immer heftig. Aber ich glaube, mit Malia können wir heute nirgendwo hingehen, weil die Gefühle laufen über in Malia und sie fällt in ein tiefes Loch der Verzweiflung. Gib ihr ein paar Minuten, um ihre Gefühle zu verarbeiten. Lenny fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Nein, Lenny, uns geht es nicht gut. Wir fühlen uns nicht gut, weil wir nämlich dumm sind und nur Mist machen. Eigentlich könnten wir ja wirklich mal in die Stadt fahren und zu den Flohmarkt besuchen gehen, oder? Ja, wir haben ja nichts zu tun heute, ne? Dann werden wir jetzt einfach mal mit Jona und
Joey und ja, dann werden die Kiddies werden einfach mal mit Joey reisen. Die Idee finde ich gut. Während Malia zu Hause Schmerzen hat. Guckt euch mal die Frau an. Hat die da Lolli in der Hand? Nee, eine Rose. Wo bist du denn hergekommen? Und warum trägst du sowas? Oh Mann. Joey, das ist kein gutes Outfit. Zieh dich bitte um. So. So geht das hier nicht, Joey. In Badeklamotten. Das ist nicht gut. Okay. Dann gucken wir uns doch mal an, was man hier so Schönes kaufen kann. Hat sich das gerade gereimt? Das wäre ja was. Hi. Die Kiddies können hier mal eine Runde spielen, habe ich beschlossen. Und ihr joggt alle gleichzeitig dahin. Dann mal viel Spaß. Die Frau ist einfach der Knaller. Mit ihrem Kleid und ihrer Rose. Und ihrem Nasenpiercing. Oh Mann, ey. Ach, wie süß. Und er spielt einfach mit denen. Ach, Joey, du bist so süß. Und so lieb. Herrlich. Okay, also du hast dich da ein bisschen blöd hingestellt, so direkt unter den Korb, weil wir ballern hier gerade die Bälle durch die Gegend. Er denkt sich, egal, ich werde schon nicht getroffen. Passt schon. Bam! Boah, es wäre jetzt lustig gewesen, wenn das gehen würde, dass es ihm auf den Kopf knallt. Also ich hätte es lustig gefunden. Ja, können wir eigentlich hier irgendwas Schönes kaufen? Also spricht uns hier irgendwas an? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Diese Figuren finde ich, für die habe ich mich noch nie irgendwie erfreut. Und dieser Stuhl sieht komisch aus. Und nee. Nee. Nicht meins. Eigentlich könnten wir einfach hier irgendwas draus klauen und das dann verkaufen. So. Och. Habe ich gerade entdeckt, könnte ich doch eigentlich mal verkaufen, ne? Die hat auch einen coolen Style irgendwie. Oder auch nicht. Vom Weiten sah es cooler aus. Oh, Joey, du bist total fertig. Die laufen hier schon wieder nur Glatzköpfe rum, ne? Joey scheint ziemliche Probleme mit den Essstäbchen zu haben. Er hat sich anscheinend irgendwas Scharfes zu essen geholt. Guckt mal, wer hier ist. In unserer Nähe. Und sie fühlt sich nicht gut. Oh, dann. Und er fühlt sich auch nicht gut. Das passt doch. Leute, das ist ein Zeichen. Wir müssen unbedingt mit ihr reden. Leute, auch wenn du total fertig bist, du musst. Warum laufen die eigentlich alle im Abendkleid rum? Was habe ich verpasst, Leute? Ihr seid alle voll fertig, ne? Ihr seid alle total fertig. Fix und fertig seid ihr. Haare reparieren. Okay. Geh mal zu ihr und rede mit ihr. Weil ihr beide mögt euch und ihr beide mögt euch auch mehr. Und ich möchte eigentlich so gerne, dass ihr beide mehr seid als nur Freunde. Aber ich weiß nicht. Bisher kam von den beiden noch nicht so viel. Ich mache noch mal wieder so den Anstoß und ihr müsst dann aber weitermachen, weil ihr müsst mir Vibes geben. Ihr müsst mir sagen, was ihr wollt voneinander. Ich will das nicht erzwingen. Oh, sie sind soeben gute Freunde geworden. Das ist ja schon mal was. Ja, ist natürlich super, wenn ich euch jetzt dazu zwinge. Oh, er will mit ihr rumschmusen. Wenn das kein Vibe ist. Oh, erst ein Kuss erleben. Ich meine, ihr seid beide hundemüde und völlig fertig. Aber ich finde die Idee ganz gut.
könnt ihr jetzt rumschmusen, weil er wünscht sich das. Und wenn er sich das wünscht, dann möchte ich ihm das auch erfüllen. Auf zu reden! Wir wollen knutschen! Wir sind müde, wir wollen ins Bett, aber wir wollen knutschen. Nein! Ich will nicht mit dir reden. Also, ich möchte schon mit dir reden, aber gerade möchte ich was anderes. Aber irgendwie kann ich das nicht. Joey, das geht nicht mit dem Rumschmusen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich sagte euch, der kippt gleich um. Wir schicken die Kiddies jetzt mal nach Hause, weil die sind total fertig und er ist auch echt... Nein, Marcel, wir wollen nie wieder Kontakt mit dir haben, weil du ein Mörder und ein mieses, mieses Stück bist. Oh, die stecken beide, sind völlig fertig. Sie ist echt so... Ja, also, küssen ist ganz okay, aber ich möchte mit dir reden. Ganz oft und ganz lange. Joey, irgendwie gibt nicht rumschmusen. Tut mir leid. Aber du kannst dir auf jeden Fall nochmal zum Schluss einen Kuss geben. Und dann gehen wir auch nach Hause, ich verspreche es dir. Und sogar sie sagt, es stinkt total, aber komm, ein Kuss geht. Ja komm, du gehst. Es hat keinen Sinn mit dir. Aber, was steht da? Erster Kuss. Nee, Joey, es ist nicht dein erster Kuss. Dein erster Kuss war von der bösen, bösen Frau. Was steht denn da jetzt? Warum kann ich eigentlich, sehe ich keine Attraktivitätsgeschichten? Das ist doch gemein. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mein Wunsch ist es, dass Joey mit Gina zusammen an die Uni geht. Und die beiden zusammen studieren und fleißig sind und dann mal schauen, was da passiert. Aber ich würde schon ganz gern, dass die beiden zusammen sind, weil wenn die nur befreundet sind, dann kann sich jemand anderes sie schnappen. Wobei... Bei Yuki haben wir auch gesehen, wir waren mit der verlobt und die ist fremdgegangen. Also leider ist das kein Merkmal für es wird. Ja, dann geh jetzt schlafen. Du bist fertig. Ich verstehe das. Und du stinkst. Wenn du stinkst, solltest du nicht in den Pool gehen. Warum liegt hier Müll rum? Wie geht's eigentlich Malia? Malia, geht's dir besser? Nein, Malia geht's richtig... Richtig bescheiden. Brennen. Es brennt. Es kommen sogar Blutspuren raus. Tja, Malia. Das finde ich halt wirklich jetzt so toll an diesem Mod. Wie realistisch es ist. Malia war einfach der Meinung, so richtig Mist zu bauen. Und kriegt jetzt die Konsequenzen davon. Deswegen wird Malia jetzt zum Arzt gehen und der Arzt wird ihr bestimmt diagnostizieren, dass sie krank ist. Und wie hat sie diese Krankheit gekriegt? Genau, durch Techtelmechtel mit Senior Max, mit Opa Max nenne ich ihn ab jetzt. Und das hat halt einfach Konsequenzen und das finde ich schön, dass das jetzt mal so realistisch dargestellt wird. Oh, Carrie, ey, läuft bei uns. Immer her mit der Asche, Carrie. Carrie ist die, die unser Geld einbringt. Oh, ja, Lenny, Schatz. Es ist so schön, dass er dich meldet. Ein Bekannter hat mir gesagt, wie sehr er dich verabscheut. Versuche ein bisschen netter zu sein. Nicht gemocht zu werden, ist keine gute Basis. Danke für diese Info, Johnny. Lenny hat pikanten Tratsch über Malia verbreitet. Lenny, fass dich mal an deine eigene Nase. Wie mies einfach. Unser Bruder hat einfach mal über uns getratscht. Ich glaube, dass Lenny das mitgekriegt hat, was da passiert ist. Und er da jetzt so ein bisschen, ja, petzt. So, Leute, und eine Sache stößt mir echt extrem auf. Ich habe alles versucht, ne? Aber ich finde keine Streuner. Ich finde einfach keine Streuner. Ich habe sogar eingestellt, Hundetreffpunkt. Es tauchen nirgendwo Streuner auf. Bitte, bitte gib mir einen Tipp. Ich möchte mehr Hunde in meinem Spiel haben. Mehr Streuner, mehr Tiere. Es ist nichts vorhanden an Tieren. Wenn ihr da wisst, woran es liegt oder einen Mod kennt,
haut ihn bitte raus und helft mir. Deswegen werden wir das jetzt alles ein bisschen anders gestalten. Ich werde es jetzt so machen. Und zwar, meine Planung für die kleine Jonna ist, dass sie ihre große Leidenschaft Tiere sind und vor allem Hunde. Und sie das erlebt dadurch, dass, es ist so, dass jetzt, eigentlich wollte ich einen Streuner adoptieren irgendwo, der Sünde da rumliegt. Voll gemein gesagt. Nein, aber mein Ziel ist es, ich möchte gern, dass Jonna eine Tierklinik aufmacht und da total drin aufgeht, spannende Geschichten erlebt und wir die Tierklinik zusammen selber bauen, so für den nächsten Bereich. Und dafür möchte ich gerne, dass Jonna einen kleinen, süßen Hund kriegt und dann erstmal merkt, wie sehr sie das liebt. Jetzt ist die Frage, Speckles, das ist ja ein süßer Name, Mojo, Speckles, ich finde Speckles total süß. Speckles ist ein Chihuahua, aber Speckles ist so klein, Chihuahua ist mir zu klein. Ein Terrier, ein Chow Chow, die jetzt alle nicht so überragen, ein Bocker kenne ich gar nicht, ein Dackel. Ach, ich finde Speckles irgendwie süß. Deswegen ist meine Überlegung jetzt, erstmal möchte ich gerne eure Meinung hören, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, boah, nee, das finde ich richtig langweilig. Oder ob ihr sagt, boah, coole Idee und das wird ja, wir werden ja nicht nur in der Tierklinik sein. Aber ich möchte so gerne, ich hätte so Lust, einen eigenen Laden zu besitzen, was aufzubauen und lustige Geschichten mit Tieren zu erleben. So, und deswegen werden wir es jetzt so tun, als wenn dieser Vertreter durch die Gegend läuft und dafür wirbt, dass ja Hunde unbedingt ein Zuhause haben müssen, bla bla bla. Und Jonna wird jetzt dieses kleine, süße Wesen kennenlernen und es wird einfach um sie geschehen sein. Bei Malia wurde eine Harnwegsinfektion diagnostiziert. Tja, Malia. Und Jonna spürt einfach, dass das ihre Passion ist. Sie spürt einfach so, wow, das will ich machen. Und da brenne ich für. Und dann wird sie den Kleinen mal kennenlernen und es wird einfach um sie geschehen sein. Und Carrie ist davon eigentlich gar nicht so begeistert, aber sagt sich, Malia ist davon nicht so begeistert. Aber Malia sagt sich, ja komm, wenn du mir versprichst, dass du dich um den Kleinen kümmerst. Hi Max! Und Jonna wird das jetzt einfach beschließen und wird sagen, wir adoptieren das Tierchen hier, bitteschön. Hier ist die Spardose von meiner Mom und ich weiß, dass da immer Geld drin ist und das Geld reicht und wir behalten den kleinen Speckles. Oh, ich finde den Namen so cool. Ich glaube, ich habe den Hund nur ausgewählt. Also Chihuahua wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich glaube, ich habe den Hund einfach nur ausgewählt, weil er Speckles heißt. Ich finde den Namen cool. Ja. Und ich hoffe, ihr findet die Idee auch ganz süß. Und auch die Idee, wie unsere Generationengeschichte weitergehen soll. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal sagt, was ihr davon haltet. Oder ob ihr euch eher was anderes vorstellt. Oh, was ist das süß? Ja, hallo Speckles. Und ob wir einen anderen Namen nehmen sollen oder ob wir den behalten sollen, das müsst ihr uns mal sagen. Hallo Speckles. Oh, ist das süß. Ich glaube, die beiden werden einfach allerbeste Freunde. Es ist so süß. Oh, ich kann das gar nicht aufhören zu gucken. Ach, ihr beiden Süßen. Ja, so, und in diesem Sinne werde ich diesen Part beenden. Es
Die Zeit, die geht ja auch wieder so schnell rum. Ich hoffe, ihr hattet Freude dabei und lasst bitte unbedingt eure Gedanken da, ob euch die Idee gefällt. Und ich freue mich ganz aufs nächste Mal und ich knutsche euch, fühlt euch umärmelt, eure Rorania.